Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich wieder 10 Minecraft-Design-Ideen für euch und ich habe heute etwas ganz Spezielles im Gepäck und zwar 10 Ravager-Gehege. Wer jetzt gerade nicht weiß, was ein Ravager ist, das da, die Verwüster. Kroko. Kommen wir zum allerersten Plot von Ionuanova. Ja, das Leben ist grausam, doch auch Ravager müssen etwas essen. So steht es hier geschrieben in dem Buch. Schaut euch das mal an. Wir haben hier also im Pillager-Design ein Gehege. Hier sind die Ravager untergebracht. Ich weiß gerade nicht, was die da so machen. Die kuscheln. Alles gut. Finde ich schön gemacht hier mit den Ketten zwischen den Zäunen. Es wird den Dingern auf alle Fälle gerecht. Man darf übrigens nicht zu nah rangehen, wenn man im Survival ist. Dann hauen die einen auch durch die Blöcke hindurch. Kaputt, deswegen ist der Abstand angesagt. Gefüttert werden die wahrscheinlich durch diese Klappe hier auf Abstand. Und was sie gefüttert bekommen... Ach, wie genial, habt ihr den gesehen? Einfach mal eine Rose im Gepäck. Und das kopfüber. Naja, was gefüttert wird, denke ich mal, ist klar. Hier oben haben wir diese Seilbahn, an der dann das Futter transportiert wird. Ja. Ist gut gemacht, würde ich sagen. Nummer 2 ist von Kenshin und ja, da steht ist die Frage, habt ihr euch schon mal gefragt, woher Ravagers kommen? Ja, das hier ist eine Ravager-Zucht, die wird hier wird wieder Futter reingegeben, es ist aktuell nur ein Ravager da, ich vermute mal, der andere wird dann hier reingeritten von den Pillagern, weil die scheinen das ja hinzubekommen. Hier sind die Preise, ne? Also man kann einen Ravager kaufen für 64 Dias, Ravager-Snack etc. Mal ehrlich, wer von euch würde auch gern so einen Ravager reiten? Wäre doch nur zu gut, wenn man die zähmen könnte. Knecht Nubrecht hat seinen Ravager lieber in einen Hochsicherheitstrakt gebracht. Das ist eine Box mit Stacheldraht und allem möglichen. Hauptsache, der Ravager kommt nicht raus. Das Tor ist zwar aktuell noch offen und das Ding hält ja wirklich niemanden ab. Außer in Minecraft. Ja gut, ich komme ja auch nicht zu nah ran. Schönes Design, große dicke Tür, kann leicht wieder verschlossen werden. Vergitterte, verglaste Fenster. Der kommt auf alle Fälle nicht raus. Vorausgesetzt, wir machen die Tür zu. Skeletto 1002's Design ist angelehnt an Jurassic Park. Nachdem es hier keine Dinosaurier gibt, müssen die Villager hier Ravager halten. Modernes Gehege aus Eisenlampen angebracht. Natürlich ein Beobachtungsturm, ganz wichtig. Das finde ich eine so schöne Idee hier, das Tor. Schaut mal, hier geht die Kette rauf und das hält das Tor. Natürlich ist es nicht funktionsfähig, aber optisch mega, mega gut. Und dann gibt es natürlich noch das... Ich gehe nicht rein. Der heißt Fluffy. Hi, Fluffy. Übrigens, der da hinten hat auch einen Namen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Wer von euch hatte schon mal einen Ravager als Haustier gehalten in seiner Minecraft-Survival-Welt? Das steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Das Gehege von Kakadu Brot, beziehungsweise, wie soll man da sagen, es ist wohl eher ein verwunschener Magierturm, ist inspiriert... An Herr der Ringe behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Die Materialien sind auch schön gewählt. Blackstone passt super in Kombination mit dem schwarzen Concrete Powder. Richtig schöne Kombination. Da wirkt dieser Puder gleich viel besser. Immerhin noch ein paar Kohleblöcke mit rein. Richtig, richtig, richtig gut. Außen gestaltet. Und dann gehen wir mal rein. Von innen ist oben eine Nebeldecke. Ach, so schön. Die Geschichte hinter dem Ganzen ist, dass das... Ja, eigentlich die Geschichte, das ist die Schöne und das Biest. Der Zauberer ist oben im Turm, um auf ewig als Ravager durch die Gegend zu marschieren. Der verfluchte Magier von Murdia. Kommen wir zum Plot von Foxycraft 9. Und hier haben wir ein Gehege, das so ein bisschen tiefer gelegt ist. Eigentlich sehr praktisch, weil man kann hier seine Tiere halten und kann sie von oben sehen, ohne Gefahr zu laufen, die ganze Zeit umgenietet zu werden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber es gibt auch eine kritische Seite. Das ganze Ding ist so ein bisschen als Zirkus und als, Attraktion dargestellt. Man kann hier kleine und große Steine kaufen, mit denen man diese Tiere ärgern kann. Oder, also wir nennen sie jetzt einfach mal Tiere. Wir wissen, alles sind hier als Monster drinnen, aber Tiere. Dann gibt es hier Fleisch zum Füttern. Das Ganze ist so ein bisschen angelegt an, Tierhaltung bzw. Tierquälerei. Und wir alle wissen, Tierquälerei ist ein No-Go. Kommen wir nun zum Gehege von The Miner 02. Und hier haben wir erstmal ein mega cooles Tor. Das ist so eine gute Idee. Amboss, Eisenzäune obendrauf. Leider kann man es nicht auf und zu machen. Könnte man auch? Könnte man... Bisschen komplizierter.
Aber es ist auf alle Fälle eine sehr schöne Idee. Hier stehen die Ravager ein bisschen im Hinterhof. Sie haben was zu essen und was zu trinken. Und der Meister der Ravager, der sich hier um sie kümmert, der hat weit weniger Platz zum Wohnen. Old Satsuma 5 baut uns ein Ravager-Gehege in einen Berg. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier das Gehege schön gemischt aus Ketten, Zäunen, Mauern. Dahinter befindet sich der Verwüster. Wir können hier den Knopf drücken, dann wird dem Besucher aufgemacht und ich rate dem Besucher eigentlich nicht, da reinzugehen. Aber wenn er sich doch reintraut, wenn er so ein Creative ist wie ich, kann er sich hier umschauen. Und hier gibt es eine schöne kleine gemütliche Ecke für den Ravager. Da ist was zu essen angebracht, was zu trinken. Ist so wieder sicherer. Hier hinten gibt es noch so eine kleine, ja, geheime Ecke. Da wohnt wahrscheinlich der Pillager, der dann den Ravager dann zum Reiten wieder rausnimmt. Der wird hier unten wird er gehalten und wenn er dann in den Kampf zieht, dann macht er da auf, steigt von hier oben auf seinen Verwüster und reitet raus. Und sonst, weiß ich nicht, haust er halt hier oben. Kommen wir nun zum Bauwerk von Steve ist back. Und wenn wir uns das erstmal anschauen, denkt jemand, hä? Ravager-Gehege? Was macht der hier? Das da? Das ist eine Jägerhütte, die im Eis gebaut wurde. Und der Jäger ist hier aber noch mit seiner Leidenschaft beschäftigt, denn er stöbert die Knochen alter Mammuts auf und versucht, sie wiederzubeleben. Und hier kommen wir runter in den, sag ich mal, geheimen Keller des Jägers. Hier, da seine Sitzecke, seine Studierecke. Und hier unten, da wird dann das Mammut wiederbelebt. Wir schauen uns gleich an. Hier gibt es eine Ecke, wo die Futter Menge gehalten wird, die das Mammut braucht. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich immer Mammut sage. Das Ding heißt Mammut. Denn hier unten wird ein Mammut wiederbelebt. Vorsicht vor dem Biest, sobald man da runter geht. Hat sich der da unten. Wollte der mal hier rumlaufen? Der hat sich, glaube ich, da nur verfranst. Der lief mal da rum. Aber der isst da raus. Schau mal, wie cool das ausschaut. Da stecken Hühner drinnen. Und er geht da immer hin und isst. Ein bisschen Schiss habe ich vor dem. Ich glaube, er hat sich auch verfranst. Ich glaube, er lief hier. Da ist noch eins. Der kümmert, also hier sind zwei Mammuts. Die werden hier gezüchtet und gehalten. Ich glaube, die liefen hier mal frei rum. Kommen wir zum Ravager-Gehege von der lieben Dosenlimonade. Von außen gibt es gar nicht so viel zu sehen. Die Info war nur, irgendeiner der Knöpfe öffnet eine Tür. Müssen wir schnell sein. Und wenn wir reinkommen, schließt sie sich hinter uns wieder. Und dann stehen wir hier in den wunderbaren Ravager-Gehege. Links und rechts. Hier sind keine drin, die sind wahrscheinlich schon ausgeflogen. Aber wir kommen noch weiter runter. Da muss man hineinkriechen. Und dann, zack, landen wir in den richtigen Gehegen. Schaut euch das mal an, wie viel hier untergebracht werden können. Hier ist das nah. Es ist schon ein bisschen ein brutales Szenario, die ganzen Gehege, wenn wir ehrlich sind. Schon ein bisschen brutaler. Und da kann man sogar ins Void fallen. Das erinnert mich ein bisschen an die Tierhaltung in dem Kolosseum oder so. Und ganz unten schlafen dann anscheinend auch die Arbeiter. Aber hier ist niemand mehr drinnen. Das ist nur noch eine Gedenkstätte. Den Abschluss macht Auromora mit einem etwas futuristischeren Design. Das ganze Ding hier ist ein bisschen im Steampunk-Stil angelehnt. Wir haben hier hinten ein Lager mit Futter. Hier vorne können wir die Klappen aufmachen und Essen reinschieben und die zwei versorgen. Da drin sieht man so ein bisschen den natürlichen Lebensraum von Ravager nachgebildet. Man sieht hier den blauen Himmel, ein bisschen lila drinnen, Erde. Ein bisschen beengter Raum, würde ich sagen. Und wenn mal was kaputt geht oder man den Ravagern irgendwas helfen muss, dann gibt es hier noch einen Wartungssteg. Wartungszugang, Zutritt verboten, ja, ich weiß auch warum. Denn wenn ihr hier rauf geht, könnt ihr hier oben komplett die Klappen öffnen und euch ins Ravager-Gehege begeben und dann seid ihr relativ schnell Geschichte, außer die Dinge sind euch nicht böse gesonnen. Ist das, na, die Zähne sind schon auch gruselig. Bin ich ganz froh, dass ich im Creative bin. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Für euch heißt es, schreibt mir gerne in die Kommentare, an welcher Stelle ihr euch die ein oder andere Idee habt abschauen können. Schreibt mir auch gerne, wie gesagt, noch, ob ihr schon mal einen Ravager bei euch im Survival gehalten habt und wenn ja, wie ihr das gemacht habt. Wenn das Video gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne einen Like da lassen. Wenn ihr neu seid, dann vergesst nicht zu abonnieren, verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pferd's euch!